Servus Leute und schön, dass ihr da dabei seid bei mir, dem Shirako, in einer weiteren Runde MechWarrior. Ja, weiter geht's mit den Medium Mechs. Mein Griffin 3M ist an der Reihe. Und ja, wie beschreibe ich den am besten? Ja, also 4 Streaks und ein mit Pulslaser. Auf den ersten Blick ist es ein Light Hunter. Das war aber eigentlich nicht das, was ich versucht hatte mit dem Mech zu erreichen. Und zwar eigentlich wollte ich, wenn man mal so an den Kintaro denkt, ein Kintaro kann er mit seinen 5 Streaks und 2 Medlasern eigentlich die meisten großen Mechs plätten. Im One-on-One jetzt, ne? So, jetzt habe ich überlegt, das kann man vielleicht noch ein bisschen verbessern, indem man eben einen Mech nimmt mit einer ähnlichen Bewaffnung und Jump Chats aber. Ja? Und dabei kam jetzt eben der Griffin raus. Der hat jetzt die maximale Anzahl Jump Chats. Ich weiß gar nicht, wie viel das waren. Ich glaube, 4 oder 6 oder irgendwie sowas, ne, waren das, glaube ich. Und eine Streak weniger. Dafür ein Pulser. Pulser ist vielleicht nicht schlecht, weil einfach schnellerer Punktschaden, ne, wenn ich gerade jumpe. Also im Prinzip ist so der gedachte Weg mit dem Teil, über die Mechs drüber zu jumpen, immer zu nerven mit den Teilen, bis sie irgendwann umkippen. So. Im Puck ist es leider nicht ganz so effektiv. Also meistens stehen sie halt doch im Pulk, auch wenn es Puck sind. Ja, und dann ist halt mit dem hier echt schwer, irgendwas auszurichten. Ja, also Beagle hat er natürlich drin, klar. Aber ja, mal gucken. So. Sieht wieder wie so ein Stellungskampf aus. Ist natürlich dann für den Mech noch beschissener. Stellungskampf ist mit dem halt überhaupt nicht möglich, also in keinster Weise. Die Map gefällt mir nicht. Ja, ist klar. Also AMS hat natürlich auch, ne? Kannst du heute schon fast nicht mehr drauf verzichten eigentlich. Geht aber gut weg hier, ne? Also der scheint gut in Salven zu schießen. Ist natürlich schön für mich. Mit einem AMS kriegst du halt echt nicht viel runter. Boah. Von was bin ich jetzt schon so angeschlagen? Den vielleicht. Da ist ein Einzelner, glaube ich. Ja, also hier seht ihr schon mal, so war im Prinzip das Prinzip, also so war das Prinzip von dem Mech eigentlich veranschlagt. Ne? Genau so war es gedacht eigentlich. Ne? Nervig, schnell hin und her, viel Bewegung. So war die Idee. Oh Gottes Willen. Ach du Scheiße. Nicht so cool. Oh, sorry, Leute. Ja, 4-4. Ist ja noch alles offen hier.
Naja, ist halt, wenn ich da jetzt reingehe, bin ich halt sowas von schnell weg. Das geht mal gar nicht. Boah, aber der nimmt halt gerade. Hey du Zeppelin, mach mal Platz. Ach, kommt schon. Geht mal jetzt ein bisschen näher ran hier. Kann nicht sein. Ach, hier. Ja, ist halt jetzt so ein wirklich so ein typischer LRM-Krieg gerade, ne? Also. New target acquired. Da den. Also ich würde ja, ne, hier so, ne? Würde ich ja gern machen, aber. Ich kann da halt nicht raus. Oh, jetzt ist die Schulter offen. Zu 6, ey, Leute. Ich überlege echt, ob ich es riskieren soll oder nicht. Ach, das ist. This is madness. No. Ja, jetzt wischen sie uns auf, ey. Kann doch nicht angehen. Jetzt mache ich wenigstens noch, was ich kann hier. Ja, zumindest habe ich jetzt noch ein bisschen Schaden verursacht. Da war leider nicht mehr viel zu holen. Ja, ich sehe gerade. Warte mal. Ja, gut. Wir haben mal mit einem weniger gestartet. Also ich glaube nicht, dass es das gerissen hätte, aber... Mh. Natürlich uncool. War auch nur ein Channer. Mutiger kleiner Blackjack. Aber der Jäger trifft halt auch leider nichts. Ja, das ist halt. Naja. Wow. Pure amazing. Ja, gut, Warning, incoming missile. Not like expected. Warning, incoming missile. Warning, incoming missile. Mhm. Enter torso, critical damage. Die nächste Salve, oder? Warning, incoming missile. Ja, die aber. Ja, lief gut und so, ne? Ja, also ich denke, man hat schon gesehen, also ich denke, das Wichtigste hat man jetzt ja gesehen, ne? Also wie der Mech funktionieren sollte und was er halt auch so anrichten kann, ne? Wenn man mal so im One-on-One ist, ne? Ja, war trotzdem ein ganz lustiges Match. Leute, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.